Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Heute spielen wir mal zusammen ein bisschen Möchelfind, ne? Und ich würde sagen, wir legen gleich einmal los. Das Ganze ist von der Bethesda Software gemacht und ich möchte jetzt einfach direkt ins Spiel starten, weil ich kann es kaum erwarten. Ich bin ja schon ganz feucht in meiner Büchse drin und außerdem hätte ich auch keine Ahnung, was ich jetzt noch so erzählen sollte, ne? Jede Tat ist von der Prophezeiung vorausgesagt, doch ohne Heden gibt's keine Taten. In den letzten Tagen der dritten Ära von Tamriel wurde ein Gefangener geboren an einem bestimmten Tag als Kind unbekannter Eltern in Merowind. Ohne Erklärung unter Aufsicht gestellt, niemand ahnte, warum der Deck so schnell weggehen tut. Das finde ich nicht gut von dem Spiel. So, jetzt schauen wir hier mal so ein bisschen. Sie haben uns ach so, ja. Erst mit der Kutsche und ja. Erst mit einem Schiff. Oh, das finde ich nicht gut. Da muss ich mal reiern. Oh, Morrowind, da wollen wir hin, ne? Ja, nee, mach ich nicht. Ja. Ja, bin ich wohl, ne? Oh, das finde ich super von dir, dass du mich da so auserkoren hast. Warum zittert ihr so? Oh, wir labern jetzt schon wieder. Was soll ich machen? Steht auf. Es geht weiter. Da. Ihr habt getroffen. Da, Jupp. Wie lautet euer Name? Da, jetzt soll ich schon meinen Namen eingeben, ja. Ich hoffe, da krieg ich keine von der Werbung wieder oder so. Da kommen wieder die GEZ bei mir vorbei und wir irgendwelche Gebühren abgreifen. Ich gebe mir meinen Namen ein, aber ohne Nachnamen, gell? Also, nee, das mach ich nicht. Ja. Der letzten Nacht kommt euch ja, gestern hat es bei mir auch total gedrascht, also wirklich. Das ist ja, ne, Morrowind, da sind wir jetzt hier, ne? Warum kann ich mir eigentlich nicht laufen? Oh, was ist das denn für ein Humble Mann? Guten Tag. Ja, genau, raus will ich, ja. Oh, ja, mit Wizard kann ich mich abwägen, ne? Mach's mir gut und zieh da mal ein bisschen was an, ich soll ein bisschen frischer werden, ne? Gut, jetzt gehen wir mal dem Typen hier mit den Fehlstiefeln hinterher, mal gucken, wo der uns hinbringt. Sag mal, könnte ich eigentlich nicht schneller laufen, oder schlaf schon bald ein, ey. Selbst die Tante Gertrud läuft schneller als hier mein dummischer, deppischer Charakter, das gerade tut, ne? Ja, lauf mal zu, ne? Lauf mal, ja, du hast aber ganz schöne Open, du, ne? Ja, oh, mein Charakter ist so langsam. Wir das so friedlich wie möglich ablaufen. Ja, mach mal hier keinen Stress. Oh ja, lehrt das du mich drücken, ne? Und gehen wir erstmal da hinten zu der Frau hin, mal gucken, was die so sagt. Geht, desto schneller können wir weiter. Ja, alles klar, mach ich mal, ne? Da geh ich mal. Ich mag sowieso nicht hier auf einer kleinen Nussschale noch länger bleiben. Das taugt mir nicht so Schifffahren, ne? Oh, mein Gott! Man wird euch das Büro der Zensuskommission. Ja, erschreck mich doch nicht so, Junge, meine Güte nicht. Vielleicht können wir ein bisschen schwimmen gehen. Ne, können wir nicht. Na, guten Tag! Endlich angekommen. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Was ist denn los? Woher ihr stammt? Ja, wo komm ich näher? Aus Dresden komm ich. Gibt's ja Dresdner zum Auswählen? Dunkel 11. Hoch 11. Kaiser Volk. Kajiite. Nord. Ork. Rotwarden. Und ein Welt 11 gibt's auch noch. Und der Argonier. Argonier hab ich vorhin total vergessen, aber die schauen, die taugen mir nicht so. Schauen aus wie die Bartagram von meinem Onkel Heiko. Und, ja, das ist auch nicht so das Richtige für mich, na. Ja, so ein Mietzig-Catch mag schon nicht. Ich bin ja der schaut doch gut aus, der Nord. Ich bin mal Nord, Vibespeed bin ich nicht. Moment mal, das war jetzt das Bayerische, mein Gott. Ja, ich war neulich in Bayern, ne. Und da hab ich mir so ein bisschen versucht, den Dialekt dann zu lernen, oder so. Totaler Mumpitz, was die da labern, so. Warum hab ich jetzt eigentlich so eine Tatze in der Fresse? Das mag ich ja gar nicht. Kann ich auch meinen Koppel nicht drehen, oder was ist hier los? Oh, jetzt kann ich meinen Koppel drehen. Ja, ich hab da irgendwie so eine Kriegsbemalung oder so, das passt schon. Ich möchte jetzt ja ein bisschen spielen. Nehmen wir einfach irgendeine Frisur, nehmen wir die hier, die schaut ja ganz gut aus. Eigentlich nicht, aber es ist mir gerade vollkommen wurscht. Ja. Lauf mal zu, Junge. Ja, Spiel hockelt ein bisschen, aber sonst ist alles ganz gut hier. Was ist das denn eigentlich dafür ein Vieh? Warum hockelt das jetzt hier so? Das geht ja gar nicht. Oh mein Gott, lasst uns schnell zur Tür reingehen. Das ist ja furchtbar hier draußen. So eine kleine Glitsche und trotzdem huckelt das ja so, das ist ja. Na, jetzt lädt das ja auch noch, mein Gott, na. Ja.
Hoffentlich gibt's drin ein bisschen Kaffee und Gerst, startet da jetzt schon ein bisschen Lust drauf. Ne? Bisschen Spritzgebäck oder so. Das wäre schon eine schöne Geschichte. So, guten Tag. Ich bin der Detlef, ich bin jetzt auch da. Ich muss aber sagen, bei Ihnen ruckelt das ganz schön, ne? Wir müssen eure Daten erfassen, ja, ja. Macht das mal, ne? Macht das mal. Es gibt einige Möglichkeiten, aus denen ihr wählen könnt. Ja, das kann ich mir da so aussuchen. Ja, ich wähle mir einfach eins aus. Ich habe echt keine Lust mehr. Ich will jetzt, ja, was kann man denn da so wählen? Mein Gott, kann man da viel werden? Barbar, Kreuz, Ritter, Hexenmeister, Magier, Mönch, Ritter, Pilger, Schattenkling, Kreuzritter, habe ich vorhin schon vorgelesen, Heiler, Hexenjäger, oh mein, nein, Magie mag ich nicht. No. Oh mein, Krieger, ne, no. Krieger Detlef bin ich. Sehr gut. Ja. Nun, in dem Brief steht, dass ihr unter einem bestimmten, ja, Zeichen geboren seid. Ja, Wassermann bin ich. Unter welchem Zeichen genau? Na, Wassermann, hab ich doch gerade gesagt, hör doch zu, du auf dem Arsch, du. Oh, geh mal hier, wo ist denn der Wassermann hier, ne? Wie? Wie jetzt? Gib es nicht. Wieso gib es den Wassermann nicht? Nee. Ja, da muss ich mir was anderes raus. Hier, Krieger, bin ich doch. Warum fragt er mich nochmal? Ist er Beschugge oder was? Interessant. Ja, ne? Find ich auch. Nun, bevor ich diese Papiere abstempel, ja, was mein Horoskop jetzt oder was? Auch korrekt sind. Ja. Ja. Ja, denkst du, ich erzähle irgendeinen Scheiß oder was? Ja, ne? So. Jetzt können wir ja mal, mein Gott, hackelt das hier, wir haben rechte Maustaste Menü, ja, ne? Mach ich mal. Wie jetzt? Ich hab ja gar kein Menü. Was ist das denn hier schon wieder? Wieso hab ich kein Menü? Oh, was ist das jetzt? Ja, Detlef. Aus dem Norden komme ich nicht, eigentlich aus dem Osten, aber ist okay. Krieger, ne? Und da so. Bisschen Zeug geschrieben, ne? Mach's mal schön gut, Meister. Und ja, mit Zellus, ja, mach ich, mach ich. Lass mich schon mal durch, ne? Gut, dankeschön. Dankeschön. Oh, was das denn hier ist? Oh, Kerzenständer. Silberteller. Ein bisschen Wein. Und Matzte. Matzte, ne? Hab ich auch. Deutsch. Ein Deutsch nehme ich nochmal mit. Obwohl ich ja immer noch kein Menü geöffnet kriege, ne? Das ist ja irgendwie. Kann ich hier da irgendwie. Ah ja, jetzt hab ich mein Menü. Das Menü öffnet sich nur, wenn ich einen Korb ansprechen will. Das ist ja ein Schiss. Ja, gut, dann gehen wir mal, wie kann ich denn hier meine Waffe ziehen? Ich klicke, ah ja, hier, auf der F-Taste, ne? So, wie heil ich denn da? Ja, hier, da heil ich zu. Und dann hückelt es wieder ein bisschen, aber ich kann zuhören. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber ich stecke ich lieber weg, sonst verhofft ich mich noch oder so. So, jetzt gehen wir mal raus nach Sedanin, ne? Ja, Karte zur Verfügung. Die, ja, kann ich mir wahrscheinlich dann auch wieder nicht angucken. Die erzählen mir nämlich alle hier einen Scheißdreck. Gehen wir hier einfach mal rein. Ja, linke Seite, was? Was soll ich machen? Ring nehmen? Ja, haben wir einen Ring, den nehmen wir doch mal mit, ne? Ja, jetzt habe ich ja einen Ring. Aber Moment, ich muss den ja im Fass anlegen, weil sonst geht mein Inventar nicht auf. Ne? So, jetzt gehen wir rein. So. Wer bist denn du? Cellus Gravius, ne? Ja, wurden entfernt und mache Wind. Oh, der labert mir so viel. Klicken wir alles ein bisschen durch, also zufrieden. Blab, blab. Oh, ja, ja, leb mal wohl, ne? Heißt nein. Und so. Kollege. So. Jetzt will ich aber ja Abenteuer erleben. Was ist denn, was geht denn hier eigentlich so los? Da will ich mal. Das ist verschlossen. Super. Tolle Show. Super. Kann ich hier echt nicht rennen? Das ist irgendwie. Irgendwie muss man doch hier rennen können. Ah ja, hier ist jetzt meine Karte, aber ich habe immer noch kein Menü. Das sollte auch auf rechts gehen, aber geht's nicht. Oh, rennen kann ich nicht. Bin ich echt zu langsam? Moment mal, ich muss ja irgendwo stehen, ja. Optionen, Steuerung, rechts, links, geradeaus, schleichen, rennen. Umschalttaste links. Mal ausprobieren, ja. Oh ja, jetzt renne ich ja. Jetzt bin ich aber wieder Wind, ja. Wieder Sausewind. Flieht sie jetzt davon. Oh. Ne, das Dorf, das ist nicht so das Wahre, ne. Gehen wir mal so ein bisschen umgucken, geht's denn hier noch so lang? Müssen wir mal schauen. Ebenherz, Balmöre, Sedanin, da kommen wir ja gerade her, das ist ein kleiner Glitch hier. Oh, Belagiot, Vivek, Gnarmok,
und Hilaoat. Was sind denn das für Name? Das ist ja furchtbar. So, da hinten ist wieder das komische Vieh. Dann will ich schon mal gucken, was das so ist. Das interessiert mich jetzt sehr schön, ne? Müssen wir mal gucken. Gucken wir mal rauf. So. Lass mich mal rauf. Dankeschön. Guten Tag, junge Frau. Was haben Sie denn da für ein... Wo möchtet ihr denn hin? Was? Wo möchte ich hin? Reisen? Ach so, das ist zum Reisen ist das da. Da kann ich da so raufsteigen. Das hat da so Hebel. Ja, das ist so der Trabi von denen hier, ne? Duroplastbomber, aber es schaut mir nicht so sicher aus. Und ich laufe lieber. Ich vertraue da lieber auf meine eigenen Füße. Die haben mich noch überall hingebracht. Und vielleicht treffen wir dann jetzt auch mal auf so ein paar Fischer, die wir schlachten können. Ich brauche ein bisschen Essen und so, ein bisschen Geld verdienen. Ne? Können wir uns vielleicht auch ein paar Bananen leisten, wenn wir Glück haben. Vielleicht gibt es ja auch Bananen, weiß ich nicht, was das denn da? Ich glaube, da hat jemand hingeschissen. Ne, Moment einmal. Die Scheiße bewegt sich ja. Hallo? Hallo, Schlammkrabbe. Schlamm... das ist ein Gegner. Ein Gegner ist das. Moment einmal, wo kann ich ihn jetzt nochmal... Ah ja, hier. So, Schlammkrabbe, jetzt geh so aufs Maul hier. Krieger Detlef kennt keine Gnade hier. Oh, das nimmst du mal. Ja, ne, Schlammkrabbe ist jetzt schon tot. Die ist jetzt schon tot. Ne, das ist ja super, ne? Dann kommen wir jetzt da hier. Und kommen wir ein bisschen Krabbenfleisch. Krabbenfleisch schmeckt nicht so gut wie Gänsefleisch, aber das kann ich, damit kann ich leben. Muss ich ja nicht essen, muss ja nur mein Charakter essen, ne? Vielleicht ist das ja auch gut für die Potenz oder sowas, das weiß ich ja nicht. Kenne mich ja hier in der Welt nicht aus. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen. Oh, jetzt hackelt das wieder. Mein Gott, na. Das ist ja schlimm, ist ja furchtbar ist das, ne? So, was gibt's denn eigentlich? Ein Dümpel? Dümpel, na, da mag ich nicht rein, da versage ich mir die ganzen Schuhe. Was haben wir hier? Pilze, können wir die aufheben? Ja, die können wir sogar aufheben, das ist ja super, da können wir uns dann Pilzsuppe kochen. Oder so. So, schließen wir mal das Inventar, den Scheißdreck hier wieder. Der sich nur öffnet, wenn wir Gegenstände ansprechen. Weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, aber ist gut, ne? Das ist ja. Oh, guck mal, da liegt da was. Was? Wo kommt denn der her? Und warum hat er eine Zippelmütze auf dem Kopf? Hallo? Geht's Ihnen gut? Ich glaube, der ist tot, vom Himmel gefallen. Oh cool, dann nehmen wir mal sein Geld mit. Und ja, er verzaubert Schwert, hat er auch dabei. Flug, na, bin kein Magier. Aber ich nehme mir die Zippelmütze und ja, das magische Schwert, das ziehe ich an. Und dann passt das schön so, ich kann ja da nicht nackt liegen lassen. Vielleicht so nur bewusstlos und dann wacht er auf und denkt sich, mein Gott, warum bin ich nackt? Und dann denkt er noch, irgendjemand hat ihn da hier irgendwie so vergewaltigt oder so. Ne, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, ne? Gehe ich jetzt einfach mal weiter. Jetzt habe ich ein magisches Schwert, das so lange ist, dass nicht mal auf meinem Bildschirmrand passt. Ne, ich sehe da nie, ne, da will ich nicht hin, da komme ich ja her. Altruhen. Gutruhen, ne, das ist halt, na. Gehen wir einfach mal da weiter lang, woanders können wir ja auch gerade gar nicht hingehen. Ja. Hier sind die Pflanzen schon ein bisschen verdorrt und so. Wahrscheinlich kommt jetzt hier auch gleich der erste Boss oder sowas. Weiß ich ja nicht. Kenne ja das Spiel nicht. Ne? Na gut. Wieso rennt denn jetzt eigentlich mein scheiß Charakter nicht mehr? Oh, da rennt er doch. Aber irgendwie kommt mir das auch schon wieder total. Oh, guck mal, eine Ratte. Eine Ratte und die Ratte, die wird irgendwie vom Blitz beim Scheißen getroffen oder so. Und die hat auch noch nie mal was dabei, das Drecksvieh. Vielleicht hat es die Pest gehabt oder so, aber nichts Nützliches für mich. Na, guck mal, da ist noch eine Ratte. Ne? Gehen wir mal zur Ratte hin. Hallo, Ratte. Warte mal, ich bin gleich da, Ratte. Warte mal schnell auf mich. Kann ich eigentlich nicht springen oder so? Springen konnte man doch auch hier in dem Spiel, oder nicht? Oder geht das nur in Skyrim? Ich weiß nicht. So, ja, Ratte, stopp mal, bitte. Gregor Detlef hat keine Zeit für Ratten. Ich muss hier hineingehen. Was sind das hier? Höhlentür. Zani Sibilu, ne, da gehen wir doch mal nach Zani Sibilu. Mal gucken, was es da zu entdecken gibt in Zani Sibilu. Ach, guten Tag, ich wusste nicht, dass das hier bewohnt wird. Wie jetzt? Oh, warum heilen Sie mich denn? Was habe ich Ihnen denn getan? Na, also, hä? Jetzt bin ich aber, also, das finde ich jetzt aber nicht gut. Und ich habe jetzt gar nicht gespeichert. Das war jetzt aber nicht freundlich.
Na, also Leute, wisst ihr was, das ist mir zu blöde. Da gehe ich jetzt aber wieder Skyrim spielen, das finde ich besser. Und da kann ich den Leuten wenigstens auch Pfeile ins Knie schießen und so. Ne? Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit Morrowind. Mir gefällt das nicht so gut. Und ich spiele dann jetzt was anderes für euch. Euer Detlef. Tschüssi.